Generalprobe am Donnerstag in der Musik- und Kunstschule Ataraxia. Für ein Stück so alt wie das Theater selbst. Aber so wurde die altgriechische Tragödie Antigone wohl noch nie dargeboten. Denn die Darstellerinnen und Darsteller, wie auch das Team hinter der Bühne, sind Arbeitssuchende, die an einem einzigartigen Projekt teilnehmen. Als Teil der Initiative Job Act to Connect, durchgeführt von der Projektfabrik GGmbH mit Unterstützung durch das Jobcenter und GAP Nord. 6 Monate probten die Teilnehmenden, die sich aus mehreren Altersstufen zusammensetzen. Vom Bühnenbild bis zum Programmheft organisierten sie alles selbst, flankiert von Bewerbungsmanagement und vielen Bewerbungsproben für soziale Kompetenzen. Ich bin in diesem Projekt, weil ich Erfahrung sammeln wollte für meinen Beruf. Ich habe mitorganisiert und wir haben ja noch 2-mal Praktikum. Und da möchte ich noch lernen und dann in meinen Job kommen. Meine Erfahrung ist eigentlich sehr positiv. Also mit dieser Gruppe war sie doch mit ein paar kleineren, würde ich eher sagen, geringen, nicht so starken Anfangsschwierigkeiten, Schwierigkeiten, die sich dann äußern in Verweigerung oder ein bisschen Maul und Kritik. Aber das hat sich doch eigentlich sehr schnell gegeben, dass sie doch sehr früh Ja gesagt haben. Das war auch so mein erstes Stichwort zu sagen, es gibt hier, solange wir zusammen sind, kein Nein. Ja? Also ich will jetzt keine Diskussion damit unterbinden oder autoritär unterdrücken, aber sagt erstmal Ja zu den Aufgaben, die ich euch anbiete. Sagt Ja zu eurer eigenen Kraft, sagt Ja zu eurer eigenen Schwäche und sagt Ja zum Partner. Und das hat doch sehr gut funktioniert. 2 Aufführungen bilden den Abschluss der ersten Phase des Projekts. Danach folgen ab März 8-wöchige Praktika in unterschiedlichen Institutionen. Antigone endet tragödientypisch mit dem Tod der Protagonistin. Das Projekt soll ein Happy End haben, nämlich einige erfolgreich vermittelte Arbeitssuchende.